Ich werde jetzt hier live während meiner Wortmeldung einen Corona-Test durchführen, sehr geehrte Damen und Herren, damit Sie sehen, wie wertlos und fehlgeleitet diese Massentestungen sind. Ich habe hier mitgebracht einen Test direkt aus einem Ministerium, mit dem auch die Massentests in einem Ministerium durchgeführt werden. Und, sehr geehrte Damen und Herren, den Patienten unter Anführungszeichen handelsübliche Cola. Und ich darf jetzt den Test insofern durchführen, dass ich dieses Cola nehme und auf den Massentest, den Sie auch verwenden, auftrage. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, das ist ein Blödsinn, dieser Test, den Sie mit Steuergeld angekauft haben, mit mehr Steuergeld, als nötig gewesen wäre, um die Hartz-IV-Pension aufrechtzuerhalten. Und wie wertlos dieser Test ist, den werden wir am Ende meiner Rede sehen, wenn das Ergebnis vorliegt, sehr geehrte Damen und Herren. Sie sprechen von Blödsinn, bezahlen tut das die Bevölkerung. Sehr geehrte Damen und Herren, mittlerweile liegt auch das Testergebnis Ihrer Steuergeldverschwendung vor. Und ich darf sagen, Herr Präsident, wir dürften jetzt ein Problem haben, weil wir haben einen positiven Corona-Test im Parlament, nämlich dieses Cola hat einen positiven Corona-Test ausgelöst. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie damit umgehen, aber sehr geehrte Damen und Herren, mit solchen Dingen werfen Sie zig Millionen Euro Steuergeld aus dem Fenster, anstatt für echten Schutz der Alten- und Pflegeheime zu sorgen, anstatt endlich Geld zu investieren in unsere Krankenhäuser und das Gesundheitsbudget nicht aushungern zu lassen. Sehr geehrte Damen und Herren der Regierung, Sie haben das Vertrauen absolut verwirkt. Sie haben gezeigt, dass Sie unser Land nicht durch diese Krise führen können, sondern ausschließlich unser Land gegen die Wand führen. Hier allein dieser Test zeigt ja, wie lächerlich Ihre Maßnahmen und Ihre Politik mittlerweile sind. Bezahlen muss Sie der österreichische Steuerzahler. Wenn Sie nur auch ein bisschen einen Rückgrat haben, sehr geehrte Damen und Herren, dann treten Sie geschlossen zurück.